Also wenn es nach Harpe Kerkeling geht, dann gilt, das ganze Leben ist ein Quiz und wir wären nur die Kandidaten und wir würden raten, raten, raten. Und da jetzt aber auch einige Fragen bei Krone TV aufgelaufen sind und wir nicht möchten, dass ihr raten müsst, werden wir die jetzt mal beantworten, denn die bei Krone TV wissen es ganz genau. Zumindest ungefähr. Also in medias res, Frage 1. Wie funktioniert eure Stoßdämpferkühlung und braucht man die auch auf der Straße? Nun, für die Stoßdämpferkühlung reicht eine ausgediente Kältemaschine, die altersbedingt zu asthmatisch ist, um die FRC-Nachprüfung zu bestehen. Aber immer noch etwas kühlende Luft an die Stoßdämpfer pusten kann. Das braucht man aber definitiv nicht auf der Straße, sondern nur auf dem KFL-Prüfstand. Denn dort ist die Belastung des Fahrzeugs überproportional hoch und damit einher geht eben die hohe thermische Belastung. Außerdem gibt es schon sehr wenig Fahrtwind auf dem Prüfstand. Eine weitere Frage kam aus dem Kontext Stützbeine. Die Frage war, warum mache ich an einigen Stützbeinen eine Rolle, währenddessen am Standardstützbein die Platte ist? Nun, die Platte, große Auflagefläche, sorgt dafür, dass der Trailer nicht sofort auf schwierigem, weichem Terrain einsinkt. Und der Fragende hat die Frage aber quasi selbst beantwortet, denn er könnte sich vorstellen, dass die Rolle beim Befahren einer Fähre, wo häufig sehr steile Rampen gemeistert werden müssen, dazu beiträgt, dass die Rolle zwar hier unter aufsetzt, aber eben nicht abknickt, sondern sauber abrollen kann und so die signifikanten Schäden reduziert werden. Abschließende Frage nochmal zur Stützwinde. Diesmal geht es um die Wartung. Nun, da es verschiedenste Hersteller gibt, kann ich die Frage auch nur sehr allgemein beantworten. In der Regel werden die Stützwinden ab Werk mit einer Langzeitschmierung versehen, die dann 3 Jahre hält. Aber dann solltest du schon noch mal den Deckel oben abnehmen und das Getriebe mit frischem Fett versorgen. Jetzt sagt aber bitte nicht, aber Harald hat doch gesagt. Letztendlich müsst ihr für jede verschiedene Stützwinde die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen und dort mal genau nachlesen.